Das Schaf macht geile Geräusche, also finde ich super. Wie ja, die Tiere und die Menschen schreien und reagieren, wenn man die halt abholen lassen mit diesem Ballon. Das ist sehr lustig. Ich bin ja schon gespannt, was wir mit diesem kleinen Hund anfangen können. Was haben wir denn da? Geht's da schon los? Ja, ne? Es wird vermutlich schon der Eingang sein zu der Kommunikationsanlage, wo wir hin müssen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen umgucken, wo wir am besten spotten können. Ich würde jetzt einfach mal... von hier aus ein bisschen kiegen. Und das sieht... nicht so einfach aus, Freunde der Nacht. Das sieht nicht einfach aus. That antenna is one of the targets. There should be more. Keep looking. Wir müssen also die Antennen zerstören hier. Das hatten wir in den Missionen vorher auch schon mal gesehen, dass wir die zerstören können. Aber wir haben es ja bisher nicht gemacht. Ich hatte in der letzten Mission, in der letzten Folge, ja den Wunsch geäußert, ich würde gerne mal so ein Ding zerstören. Und jetzt möchte ich mal eben gucken, haben wir den C4 oder sowas dabei? Oh ja. Sehr gut. It's an explosive that you detonate by remote control after you've planted it. Ja, mit dem Scheinwerfer da hinten müssen wir aufpassen. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Arrived at your destination. Naja, eine Kommunikationsanlage haben wir ja schon erwischt, gespottet. Das ist die zweite. Do you see any more? Ja, dazu müssen wir ein bisschen näher ran, mein Freund. Da ist noch eine ganz große. Ich weiß nicht, ob wir die auch zerstören müssen. Könnte durchaus sein. Ich muss die Position wechseln. Von hier ist das echt ein bisschen blöder einzusehen. Sind das Antennen da oben drauf? Sind das Antennen? Das ist die Frage, ne? Müssen wir die auch zerstören? The time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. Tja, was machen wir denn jetzt mit dem Typen da oben? Das ist noch der, ist ja jetzt noch eine andere Frage. Oh, 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 oh. Okay, der leuchtet nur bis da vorne. Bis zur Schranke im Prinzip. So, und von hier müssten wir ja jetzt eigentlich einen ganz guten Blick haben. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Vielleicht können wir das Ganze mit dem Karton schaffen. Hat er uns gesehen? Da oben? Nee, ne? Guckt so komisch. Wo ist Dieter? Hat Dieter uns verraten? Ich hoffe nicht. Okay. Ach, da ist noch eine Satellitenschüssel, sehe ich gerade. Müssen wir nicht zerstören, oder was? Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist hier los? Alter Lachs, mega viele Gegner. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin doch so ein Noob. Wo war denn jetzt die Satellitenschüssel noch? Da ist eine. Da ist eine. Und da ist doch auch noch eine.
Wieso müssen wir die nicht zerstören? Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Alter Lachs, wie kommen wir denn da rein? Ist ja nicht so einfach. Okay, wo läuft der da hin? Geht den Berg hoch. Hier vorne wäre jetzt eigentlich... Nee, doch nicht. Da kommt wieder der LKW. Aha, guck an. Da ist noch einer. Ach du Scheiße, die Kommunikationsanlagen sind echt gut bewacht. Okay, das beobachte ich mal eben kurz hier. Dann an und steigt dann aus. Und da ist Guten Morgenbesprechung, also Frühbesprechung. Nee, wie heißt das denn? Morgenappell. Alle antreten zum Morgenappell. Wird der Fahrer getauscht oder was? Nee, das sind die beiden Wachen, die hier. Jetzt bin ich immer gespannt. Naja. Einsteigen tun die beiden da nicht. Der Fahrer ist ausgestiegen. Das wäre natürlich jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit, eventuell ein bisschen weiterzukommen hier. Gott, ich renne hier direkt in so einen Wachposten rein, oder was? Holy moly. Ob das eine geschickte Idee ist, weiß ich nicht. Was ist da los? Ja, wenn man nicht direkt den Kopf trifft, dann dauert das ein bisschen. Jetzt möchte ich gerne mal was ausprobieren. Denn der LKW müsste ja eigentlich... Der LKW müsste ja eigentlich demnächst weiterfahren. Oh, nee, das probieren wir doch nicht aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt mal ein Problem. Der wird nämlich jetzt hier lang fahren. Aber zum Glück ist ihm nicht aufgefallen, dass ein Kollege fehlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kommt auf uns zu. Ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen liegen. Schlaf noch ein wenig weiter, mein Freund. Shit, 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 shit. Ich möchte mal was ausprobieren. Vielleicht hat der gute Informationen für uns. Where are your friends? He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Alles klar, wir brauchen halt definitiv einen Übersetzer auf unserer Mother Base, der Russisch kann. Da müssen wir nachher in den Personaldings müssen wir einfach mal gucken. Den nehmen wir auch mit. Und dann möchte ich ja tatsächlich gerne jetzt endlich mal hier rein. Ich möchte das C4 ausprobieren, verdammte Axt. Ja, ja, hast du doch gemerkt. Deswegen habe ich ihn abholen lassen. Und mich wundert das tatsächlich mit dieser komischen Satellitenschüssel da oben. Warum können wir die nicht markieren? Ah, jetzt. That looks like the target. We know where all the antennas are now. Take out all three of them. How you do it is your call. Ja, ich würde sagen, wir versuchen überall C4 zu platzieren und dann sprengen wir das Ding einfach in die Luft. Wobei das vermutlich auch leichter gesagt ist als getan. Wir probieren das einfach. Wenn mich nicht alles täuscht, läuft hier auch einer lang.
Ja, wir müssen erstmal auf das Gebäude. Das wäre mir, glaube ich, doch echt lieber, nochmal kurz hier einen Sittich zu machen. Am helllichten Tag ist das echt ein bisschen bescheiden. Schmeiße ich mich mal todesmutig in den Dreck. Was? Nein, nein, ich wollte... Ich kann die Zigarre nicht benutzen. Warum nicht? Na gut, dann laufen wir halt ein bisschen im Karton rum. Ich hoffe, die Gegner wundern sich nicht zu sehr über diesen Karton. Also wenn ihr den Karton sehen, so dass er sich, wenn er sich bewegt, dann ist natürlich vorbei für uns. Ansonsten sollten die da eigentlich dran vorbeilaufen, glaube ich. Okay, das ist der Plan. Das ist die erste. Da ist ein Gegner. Oha. Er wundert sich über diesen Karton. Boah, wie erschrocken er guckt. Shit. Das habe ich ja wieder geschickt abgestellt hier. Die suchen uns allerdings noch. Also sie haben uns noch nicht gefunden. Das werden sie allerdings, wenn wir hier bleiben. Alter, wie komme ich denn aus diesem verdammten... Alter, das ist echt... Ich stehe hier 2 Meter neben den Gegnern, oder was? Tatsächlich weg. Ah! Wie geil ist das bitte? Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Scheiße, ey. Aber ich stehe hier auch sehr unauffällig mit dem Karton. Überwundern tut er sich nicht. Gott, ist das spannend. Scheiße, ey. Ja, tut mir leid, liebe Freunde. Momentan passiert zwar nicht so viel, aber ich möchte nicht entdeckt werden und ich möchte echt tatsächlich gerne warten, bis sie sich deren Status wieder geändert hat. Also... Oder zumindest, bis wir freie Bahn haben. Um hier aufs Dach zu klettern und ein C4 an die Satellitenschüssel zu packen. Mann, ey, mit den Schalldämpfern muss man echt aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen. Das ist bescheuert. Also, ich denke, eigentlich sollte so ein Schalldämpfer ja nicht so schnell kaputt gehen, oder? Sei denn, es sind irgendwelche billigen Importe aus China oder Taiwan. Dann könnte das durchaus passieren. Aber ich kenne mich mit Schalldämpfern auch nicht aus, muss ich dazu sagen. Also, Waffen sind eigentlich so gar nicht meins. Was ich cool finde, sind so Bögen und Armbrüste. Sowas mag ich. Aber so richtig für Waffen interessiere ich mich eigentlich im realen Leben nicht. Mann, kann er jetzt mal bitte, kann er da jetzt mal bitte, kann der mal bitte abhauen da?
Der bleibt da stumpf stehen, ne? Der macht gar nichts. Das ist es ist gerade echt. Es ist schwierig. Ich muss das jetzt timen einfach. Ich muss jetzt einfach gut timen. Wow. Kann ich denn diesen ollen Karton rausziehen? Geh doch hin! Er sieht uns. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Der kommt hier hoch. Oh nee. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Rabatz hier. Uncool. Sehr, sehr uncool. Ja, jetzt hört er mal auf, da rumzuschreien hier. Wir wissen gerade nicht, wo wir sind. Das ist auf jeden Fall zu unserem Vorteil. Ach so geht das. Alles klar. Und da ist noch ein Rohdiamant. Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch einen Sandsturm. Hervorragend. Und dann können wir auch das letzte C4 an der Kommunikationsanlage befestigen. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir einfach mal, dass wir halbwegs unbeschadet rauskommen aus der Nummer. Ich zieh mir mal den Karton wieder an. Sicher ist sicher. Schlecht sehen tun die uns ja gerade gut. Ich würde jetzt einfach mal... Ich würde jetzt einfach mal hier diesen LKW steigen. Was? Kann ich den klauen? Ach was. Ach, das geht also auch, oder was? Das ist zu schwer. Ja, das funktioniert nicht. Schade. So, und jetzt springe ich einfach mal die Dinger in die Luft. Mission Info has been updated. Ah, wir hätten uns also auch im LKW verstecken können, um hier reinzukommen. Sehr, sehr cool. Das muss man natürlich wissen.
würde diesen LKW, den würde ich ja jetzt tatsächlich gerne mal klauen. Alter, steig da doch ein. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir weg. Jetzt müssen wir tatsächlich weg. So schnell. Ah. Denn ich frage mich ja, ich würde den ja gerne mit auf die Motherbase gehen, mitnehmen, aber das geht ja leider anscheinend irgendwie nicht. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da bin ich wirklich sehr froh. Hat jetzt fast eine Stunde gedauert, die eine Mission. Alter Lachs, kann ich, ja. Mission complete. That was rough. Thanks for getting us through it. Rang D. Ja, kein Wunder. Ich habe das wirklich mies gemacht. Das war nicht gut. Da hätten wir das tatsächlich besser hinkriegen können. Minus 25.000. Belohnung. Auf der Motherbase 2. Erlebnisse der Mitglieder der alten Motherbase. Aha. Basisentwicklungseinheit wurde gegründet. Our army is going like crazy, thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles: material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials. But I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Ja, okay. Sehr schön. Und dann möchte ich mich jetzt gleich auch mal eben kurz in meinem Personal ein bisschen umschauen, ob man da eventuell schon einen Übersetzer oder irgendwie sowas hat. Prolonged time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Oha. Komm direkt zurück zur Mother Base, sagt er. Sichtlich angeschlagen, blutverschmiert und erledigt von unserem Job. Landen wir auf der Mother Base. Oh. Der Hund, den wir gerettet haben. Mitch. Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger. Uh-huh. Like this. You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I'd say we got a true diamond dog on our hands. Zufällig hat dieser kleine Hund auch nur ein Auge. Die Dog. Mach Sitz, Doppel D. Mach Sitz. Genau, erstmal schön.
eine E-Zigarre rauchen. Ach Quatsch. So. Und damit speichert das Spiel auch und ich werde damit. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Ja, wir checken jetzt gerade gar nichts mehr, denn ich werde jetzt die Folge beenden. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns einfach mal an, was wir hier noch alles so auf der Motherbase anstellen können. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sie zu vergrößern. Und im Personal wollte ich mich auch noch mal ein bisschen umgucken, damit wir endlich mal einen Übersetzer haben, damit wir Gegner verhören können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Hades.